Wie schon die ganze Woche spielen wir heute Lacrosse. Ich hatte bis zu diesem Film noch nie so einen Schläger in der Hand. Ihr müsst tief runter und den Ball so aufnehmen. Es ist ein kriegerisches Spiel, das die nordamerikanischen Indianer erfunden haben. Es ist hart, harte Arbeit und nur mit Glück werden wir ganz ohne Blessuren durchkommen. Diesen Mundschutz müssen wir tragen, damit wir nicht unsere Zähne beim Spiel ausschlagen. Wir haben ein paar Wochen lang trainiert. Professionelle Spieler zeigten uns die grundlegenden Techniken. Ich bin die unsportlichste Person auf diesem Planeten. Deswegen hasse ich Lacrosse. Das war die bisher größte Herausforderung. Dies ist kein Film über Lacrosse. Es geht um ein Mädchen, das erwachsen wird und seine wahre Identität findet. All das wollten wir sehr authentisch und glaubhaft rüberbringen. Alle Darsteller haben das sofort erfasst und super umgesetzt. Josie, über die Flügel! Poppy, lauf nach vorn! Emma lernt, wie man während des Laufens den Ball fängt. Das wird sie im Film machen müssen und das ist schwierig, weil man auf den Ball zuläuft, den Netzschläger aber zurückzieht. Am ersten Tag machten wir so. Und jetzt schon so. Ein halbes Dutzend der Oxford-Universitätsspielerinnen sind gekommen, um uns zu unterstützen. Sie geben den Lacrosse-Szenen die nötige Professionalität. Wir machen gute Fortschritte. Bis nächsten Freitag werden sie fit sein. Wir haben uns echt reingehängt. Lindsay und ich riefen immer, auf geht's, Leute! Wir sind echt auf Hochtouren gekommen und ich hatte es noch nie gespielt. Ich hatte einfach einen Riesenspaß. Es war echt lustig. Ich kann den Ball zwar fangen, aber dann kriege ich immer Panik und muss stehen bleiben, um den Ball durch wildes Fuchteln wegzubekommen. Heute sehen die Mädchen schon wie richtige Lacrosse-Spieler aus. Sie können fangen, werfen und sie haben viel mehr Spaß dabei, was sehr wichtig ist. Werden wir heute im Regen spielen? Ja, wir werden ein Spiel im Regen machen. Das Ziel wird es sein, Emmas Hintern so fest wir können zu schlagen und zu sehen, wie viel Schaden wir ihr damit zufügen können. Vielleicht die Eltern etwas ärgern. Nein, im Ernst, können wir im Regen spielen? Ja, aber wenn es gewittert, müssen wir abbrechen. Weil das Metallschläger sind und dann... Okay, Leute, Showtime! Jetzt bekommen die den Hintern versohlt!